Hallo liebe Zuschauer und Freunde, heute möchte ich zu Ihnen sprechen, weil ich mich sehr geärgert habe und aufgeregt habe über ein Netflix-Video, was angekündigt wurde mit einem Trailer und eine Videoserie, die demnächst kommen soll. Diese Serie heißt Cuties. Cuties sind junge, schöne Mädchen. In diesem Fall geht es um junge, schöne Mädchen, die gerade einmal 11 Jahre alt sind. Nun, einige werden sagen, was geht mich das an? Das geht mich sehr viel an, das geht uns alle etwas an. Ich bin der Vater einer 13-jährigen Tochter. Und natürlich gucke ich hier auf eine Serie, wo es um Cuties geht, vielleicht mit etwas anderen Augen. Im Speziellen geht es in dieser Serie um ein junges, migrantisches Mädchen, das in einer Tanzgruppe pornografische Tänze vollführen möchte. Das geht konkret darum, dass in Frankreich spielt diese Geschichte offensichtlich, dass dort dieses migrantische Mädchen aus der Tradition ihrer Familie ausbricht und sich den Werten des Westens öffnet, mit ihren Freundinnen dort diese Tänze macht. Hallo? Die Werte des Westens? Die Traditionen ihrer Familie? Die Werte des Westens sind ganz bestimmt nicht pornografische Tanzeinlagen. Die Werte des Westens ist die Achtung der Familie, die Achtung vor der Frau und natürlich die Aufklärung. Und darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, es wird so getan, als gehe es im Westen nur um Pornografie. Ich finde das eine Unverschämtheit und ganz besonders deshalb, weil es hier um Kinder geht. Und es passt ins Bild. Viele, viele Linke, und das kann man an Beispielen belegen, sind sehr relaxed, wenn es um den Umgang mit Pädophilie und pornografischen Inhalten geht. Dann nehme ich nur mal als Beispiel die Geschichte des Herrn Edati. Wie kann es eigentlich sein, dass eine solche Person, auf deren Computer offensichtlich pornografische, kinderpornografische Inhalte gefunden wurden, immer noch in dieser Partei ist, ohne Parteiausschlussverfahren? Wie kann es eigentlich sein, dass bei den Grünen bis vor kurzem im Parteiprogramm und auf Parteitagen gefordert wurde, dass tatsächlich das Strafrecht für den Umgang von Sexualität mit Kindern, also Pädosexualität, dass das Strafrecht dafür verringert werden soll, angepasst werden soll. Das wurde vor kurzem noch gefordert. Es ist dieser Angriff auf die Familie, die Missachtung von Kindern. Es ist unsere Aufgabe in dieser westlichen Gesellschaft, die Familie zu schützen vor genau solcher Politik. Und es kann nicht sein, dass wir hier alle schweigen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen aufstehen und rebellieren. Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Und wenn hier so getan wird, als bestünden die Werte des Westens aus pornografischen Inhalten, dann kann das nichts anderes sein als eine Lächerlichmachung unserer ganzen Kultur. Es geht hier um viel mehr. Es geht nicht nur um eine Serie bei Netflix. Es geht um unser Verständnis von Familie, um die Achtung von Kindern. Und dazu brauche ich keine Kinderrechte in irgendwelche Gesetze zu schreiben. Es geht hier darum, einfach den Anstand zu wahren, nicht nur zu wahren, sondern zu leben. Und hier geht es ganz konkret darum, die Ausstrahlung dieser Serie zu verhindern. Und dafür kämpfe ich. Verlassen Sie sich darauf, die AfD ist ein Bollwerk gegen die Zerstörung der Familie. Wir stehen für die traditionellen Werte. Wir wollen unsere Kinder schützen. Kämpfen Sie mit. Vielen Dank.